Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 3. Ich hoffe, ihr seht diese Folge am Samstag. Ich habe nämlich in letzter Zeit schon wieder Internetprobleme. Mein Internet will nicht so, wie ich will. Eigentlich will es gar nicht. Und ja, ich hoffe, dass auch schon die gestrigen Witcher-Folgen noch online gekommen sind. Weil da wollte das Internet schon wieder nicht beim Hochladen. Aber genug davon, wir wenden uns der Termiteninsel wieder zu. Das Ende und von Jaina Overproud. Die genau Armeen des Sieges. Da ich dann Lust habe, dem Erzähler wieder zuzuhören, in seinem ewigen Monologen, stürzen wir uns einfach in die Mission. Und dreschen auf Jaina Overproud ein. Ich habe nur keine Ahnung mehr, was das für eine Mission war. Wir werden es gleich sehen. Irgendwas mit Zeit. Während die Armeen des hinterherhinkenden und die ganze Bagage aufhaltenden Bösen in Dolaran einmarschierten, kämpfte Jaina Overproud, Herrscherin der Stadt und Teilzeithexe, gegen den mächtigen Grubenlord Crowley in einem epischen Duell. Magische Kräfte umwirbelten die beiden, als sie sich mit ihren Attacken gegenseitig beharkten. Nun ist es aber gut. Ein einzelner Dämon wird mich nicht aufhalten. Mach des Dollars! Mach auf! Chaotische Magie durchfuhr Crowley und verbannte ihn in ein Mana-Gefängnis. Daraus würde er sich kaum alleine befreien können. Wirklich? Wir haben diesen Trottel erst lange befreit und jetzt lässt er sich einfach verbannen? Da hätten wir uns den Aufwand für den Verlierer echt sparen können. Dein dämonischer Verbündeter ist gebannt. Nun zu dir. Schauen wir mal, wie deinem Dungeon meine arkanen Risse gefallen. Ich mag gar keine Ressourcen nicht. Im Dungeon des überraschten Bösen bildeten sich einige Risse in der Realität, die den Raum um sie herum verzerrten. Die bösartige Energie des Dungeon-Herz schien die chaotische, arkane Macht hinter diesen Rissen anzulocken. Magische Energie schoss aus den Rissen und durchfuhr das Dungeon-Herz. Oh, okay. Diese Dinger müssen zerstört werden. Nur, wie machen wir das? Gewalt ist immer die naheliegendste Lösung, dachte sich das verrückte Böse und ließ seine Kreaturen auf die arkanen Risse einschlagen. Faszinierenderweise schien dies tatsächlich von Erfolg gekrönt zu sein. Hm, Computerspiellogik. Du hast sie zerstört? Dann erschaffe ich eben neue. Lass mich nur durchschnaufen und einen Mana-Trank trinken. Dann geht es sofort weiter. Das wirst du büßen. Tja. Ja. Wir haben arkane Risse, die zwischendurch unser Dungeon-Herz angreifen. Die sind nervig. Aber die kommen auch nicht so schnell. Also wir haben durchaus genug Zeit. Ne? Ihr seht es hier gerade. 20 Minuten, bis die nächsten auftauchen. Das ist genug Zeit, um sagen zu können, ja, könntest du da oben vielleicht mal auf der Oberwelt die Klappe halten? So, außerdem müssen wir Crowleys Gefängnis zerstören. Ja, an sich ist das die einzige Besonderheit in dieser Mission. Ich hatte irgendwie eine andere Mission gerade im Kopf, aber das war was anderes. Als erstes sollten wir die Dinger hier wieder mal einnehmen. Die sind relativ nah am Dungeon gelegen, das ist gut. Wir haben auch nur einen Eingang, das ist auch gut. Und mir nehme ich immer ein bisschen Ruhe. So. Tochter, ich bin es, Thanos. Kannst du nicht einfach mal die Dein Klappe Dämon halten, ist gebannt. Jetzt wäre es an der Zeit, innezuhalten und... Halt die Klappe, halt die Klappe! Es muss noch etwas Gutes in dir sein, das... La 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 la, ich kann dich gar nicht hören. Das ist nicht sehr erwachsen von dir, mir, naja, wie auch immer. Na und? Dann soll er endlich aufhören zu nerven. Okay, wir brauchen einen Plan. Ich würde vorschlagen, wir stürmen den Rest der Stadt und machen diese Magierin platt. Als Bonus können wir noch Crowley auf dem Weg befreien. Das klingt nach einem guten Plan. Intelligenterweise sollten wir aber erst Crowley befreien, weil, hat den Vorteil, dass der mitkämpfen kann. So, da ist das Gefängnis. Da ist Jaina. Gut, dass die sich nicht einfach daneben stellt und wartet, bis sie dann kommen. Aber hey,
Computerspiellogik. So, die Kulturfarben erweitern wir natürlich noch. Dann holen wir uns noch zwei Schnodderlinge. Weil die brauchen wir. Das kann ich direkt wieder zumachen. So, da werde ich das Arcanium reinbauen. Dann machen wir hier hinten. Der Raum wird unsere Werkstatt. Da kommt dann die Tüftlerhöhle rein. Vortex haben wir, das haben wir, das haben wir. Kreaturen haben wir gerade. Warum haben wir nur zwei Kreaturen? Wenn nicht, hat man nicht eben mehr. In der Sequenz. Naja. Was haben wir denn überhaupt für Kreaturen? Ach, zwei Goblins. Oh Gott. Super. So, hier steckt noch ziemlich viel Gold, das wollen wir haben. Den Punkt da können wir dazu bauen. Effektivität und so. Zahltag. Ach, der kostet momentan ja nichts. Das ist sehr gut. Ist ja, mehr Schnodderlinge. Ist eigentlich auch schon keine Frage mehr. Sollte es zumindest nicht sein. So. Setzen wir dahin. Oh, da ist auch noch eine Goldwaage. Das ist ja nett. Schatzkammer. Kann ja auch nicht schaden. Sollten nur aufpassen, dass wir Schatzkammer nicht in die Nähe von Eingängen von Eingängen aus recht leicht zugänglich machen. Denn die Helden haben durchaus die Angewohnheit, das Gold uns dann einfach zu klauen, wenn sie rankommen. Das ist nicht nett. Und deshalb sollte man da ein Auge drauf haben. Ich glaube, die reißen ja glücklicherweise keine Wände ein. Das Spiel verbietet uns einfach nur einen Weg zum Dungeon zum Dungeon-Ausgang zu blockieren. So. Dann können wir doch mal beim Arcanium ein bisschen schon was bauen. Baut ihr mal bitte ein paar Kisten. Warum will meine Nase jetzt wieder nicht? Nerviges Ding. So, wenn das steht. Ganz ehrlich. Keiner mag Goblins, die nicht einen Gobobot haben. Ist. Spart mir akut momentan Geld. Klar, es waren Gratis-Einheiten, für die wir gerade mal 50 Unterhalt zahlen, aber trotzdem. Es sind Goblins.
So, da ich nicht nur 4 Dämonen haben möchte. Das sieht ein bisschen merkwürdig aussehen, aber egal. Wobei eigentlich könnte ich auch hier. Zum Beispiel das Mana-Bad reinpacken. Und wir haben 4x4. Nochmal 4x4. Plus ein. Also. Mal 4. Machen wir es einfacher. 5 Dämonen. 9 Dämonen. 6 mal 6. 36 durch 4 sind 9. Also, easy. So, da kommt dann das Mana-Board rein. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber egal. Wir brauchen noch einen Raum für die Brauerei. Können wir schon mal ausheben. Hier mache ich die Schatzkammer, ziehe ich ein bisschen in die Länge. Aus dem einfachen Grund, bei der Schatzkammer ist es jetzt eigentlich egal, aber bei anderen Räumen macht es Sinn, damit man nur eine Tür braucht, um die Effektivität zu steigern. Hier zum Beispiel, das ist halt ein bisschen Käse. Baue ich lieber hier noch eine Seite ab und trage hier eine Seite ran. Nee, Quatsch, andersrum. So, hier will ich halt eigentlich nur das Gold mal abbekommen. So, ich bin noch auf nichts, keine unterirdischen Probleme gestoßen. Ich bin überrascht. Na gut, so fleißig wie wir hier am Buddeln sind, sollte das bald der Fall sein. Die Schnodderlinge des erkundungsfreudigen Bösen hatten einen Raum im Untergrund freigebuddelt. Sind außerdem sind zu uns unterwegs, ne? So, Talia, du kommst auch mal bitte mit. Raum gefunden. Das ist natürlich angenehm. So, ja, da sind die Gegner schon. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. So. Dahin, dahin, dahin. Und ich habe eigentlich noch einen aufgestellt. Danke. So, dann das Ganze nochmal spinnen. Das wird ein etwas härterer Kampf, die Spinnen halten mir aus. Für das absolute Böse. Wenn ich gerne einen Naga dabei hätte.
Richtung. Runter da. So ein bisschen drauf aufpassen, dass wir auch so nicht verrecken. Also, damit an. Ist auch schon mal anfangen. Wupp. Das ist ab. Dass ein Dämon stirbt, ist kein Problem. Talia wäre auch nicht cool, aber Orks sterben lassen ist halt das Problem. Ja. Die werden noch nicht wiederbelebt. So, das Ding bitte schnell ausschalten. Bevor da noch ein paar neue rauskommen oder so. Nicht so cool. Das mal wieder. Quelle. Ach toll, wenn da neue Spinnen rausgekommen sind. Beine. Hey! Nimm das, du Wurm! Einmal nicht aufgepasst. Einmal. So. Weg. Du kannst weg, du kannst weg. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen neuen Ork. Ich würde aber auch gerne einen Nager direkt holen. Da wir gerade kein Gold haben. So, ihr beide solltet euch auf jeden Fall ausruhen. Jawohl. Das ist eine gute Idee. Was haben wir denn hier für ein Buch? Bonus für kritischen Treffer. Sehr schön. Was hast du? Ich weiß, ich jetzt eigentlich sinnvoller ihm geben sollen, aber pst. So. Jetzt noch einen Ork. Unsere Kapazitäten an Kreaturen. So, das heißt, ein Ork noch und dann hole ich mir noch zwei Imps und dann gehen wir in die Oberwelt. das Ganze hier kann eigentlich vorerst zu. So, ein Weg zu der Goldgrube reicht. Gut. Oh, damit das ein bisschen schöner ist. So. Dann brauche ich, wie gesagt, demnächst mal das Bier, zieht die Brauerei, um das Bier zu lagern. Das kann man schon mal zumachen. Dann haben wir das Geld. Zahltag. Zahltag ist vorbei. So, alle Kreaturen. Na gut, deine Orks sind noch nicht vollständig geheilt, aber wir wären ja jetzt eh erstmal zum Zahltag gegangen, bis die dann geheilt sind. Ich wusste, danke. Ihr würdet mich brauchen. Nein, danke. Wird Zeit, dass wir diese Jaina und ihre verdammte Stadt platt machen. Diese Mission zieht sich schon etwas. Mensch. Weg. Oh, frei.
Leute zu killen. Bevor die immer irgendwie halt. So, guten Tag. Weg. Vorbildlich. Kaliat. Rausgehalten, okay. Fassungsweise. So, damit haben wir auch 150 davon. Das heißt, wir können uns auch die Nagas holen. Das Böse wird siegen. Was gibt es? Bin die Königin des Bösen. Weil man ihnen in Anführungszeichen zugutehalten muss, dass die scheinbar immer verlangsamt werden, wenn sie vom Gegner getroffen werden. So, noch eine Naga. Dann hole ich mir jetzt noch eine Naga. Und dann ist das schon mal gut was an Schlagkraft, die wir dann haben. So, die Bösartigkeit tröpfelt. Wir brauchen mehr. Stimmt, wir brauchen auch noch einen Friedhof. Das sollte man nicht vergessen. Sarkaniumzähne ausbauen. Wäre auch sinnvoll. So, die Guru-Guru-Farm ziehen wir hier noch mit rein. Und hier bauen wir dann den Friedhof. So. Ich brauche aktuell nur einen Friedhof, der groß genug ist, um zwei Trupps Zombies und zwei Trupps Skelette zu beherbergen. Ganz ehrlich, die Banshees, ich finde die echt nicht so nützlich. Deshalb lasse ich die einfach erstmal raus. Und warte, bis wir später gute Untote kriegen. So. Das Problem ist die Wachstube. Und ich hätte halt auch gerne den Kerker, aber ich brauche die Brauerei. Und die Halle der Entspannung. Als nächstes. So, Friedhof. Da hin. Ach, naja, keine Risse. Auf sie. Die das sind angegriffen. Nervig. Bringt mich zu den Gegnern. So, noch eins, noch zwei, ist auch klar. Gerade dran, da ist der dritte. Muss sterben. So, ist noch irgendwo einer aufgetaucht. Und ihr seht, die machen ziemlich viel Schaden am Dungeon Herz. Ja, sonst auch irgendwo. Ja, sehr gut. Ist gerade ein okay, schon mal dann gestorben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, das ist jetzt ein scheiß Timing, Leute. Ein richtiges, beschissenes Timing. Ach ja, und ich brauch zumindest das Portal. Es ist Zahltag.
So. Natürlich ist meine Mutter gerade sauer. Kein Kommentar. Ja, einfach kein Kommentar. Ich mach mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Ich hab den Dungeon noch ein bisschen laufen lassen gerade. Hab auch ein bisschen was noch verändert. Ihr seht, ich hab die Guru-Guru-Farm ein bisschen vergrößert. Ich habe die Brauerei auch größer gebaut als geplant. Das Mana-Bad ist auch erforscht, das wollte ich jetzt eben bauen. Beziehungsweise die Halle der Entspannung heißt es ja. Ich nenne es trotzdem immer Mana-Bad, weil die Dämonen darin ein Mana-Bad nehmen. Dann können wir den Raum hier entsprechend versiegeln. Und wir bräuchten auch demnächst echt mal die Tüftlerhöhle. Ach ja, und den Kerker. Erst den Kerker. Es ist Zahltag. So, kostet zwar ein bisschen was, aber wir haben das Geld. Also, alles kein Problem. So, könnten wir jetzt noch... Dankeschön. Ich habe außerdem auch schon einen Raum für den Friedhof ausgehoben. Eigentlich sollte man den... den Kerker mal nicht. Nicht den Friedhof, den Kerker sollte man eigentlich auch nicht unbedingt in die Nähe des Eingangs bauen. Aus dem einfachen Grund, die Helden versuchen, Leute daraus zu befreien, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Da das aber eine Zeit lang dauert und keinen großen Schaden anrichtet, wenn man frühzeitig seine Kreaturen hinschmeißt und eine Tür davor baut, setze ich den Eingang jetzt ein bisschen um und dann ist alles gut. So. Dann können mal bitte alle Kreaturen mitkommen. Wir haben noch mehr Dinge einzunehmen. Ich bin das Böse. Wahrscheinlich, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, könnten wir mit der Armee schon fast die komplette Map überrennen. Okay, nee, da ist ein Lager zwischen. Ja, das könnte ein paar Verluste kosten. So, bitte auf die Novizin. Gut mit deiner komischen Kanone. Sehr schön. Kurz Prozess gemacht. Alles glücklich. Weiter geht's. Mal kurz anklopfen. Freundlich, aber bestimmt. Schaltet auch die schon aus. Thanos muss sterben. Sehr gut. Kam auch direkt der nächste Angriff mit rein. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil hätten wir ein paar zu viele Skelette gekriegt. Gut. Oh, ein Buch. Was haben wir? Panzerbrecher. Flamingo. Ich bin das Böse. So, ihr heilt euch mal bitte alle. Während wir in unserem Dungeon noch ein bisschen was an Ausbau tätigen. Und zwar Lektorium. Ich muss noch einen Cut machen. Moment. So. Ich habe während der kurzen Unterbrechung eigentlich auch den LC weiterlaufen lassen. Das Problem ist, wir sind hier auf ein paar Drachen gestoßen. Das ist eine Sache. Vor allem ist es ein komplettes Drachennest, das ist nicht so cool. So, ich habe den Raum hier insofern erweitert, dass wir da ein Reflektorium reinbauen können. Habe das auch direkt erforscht. Das ist auch direkt der Plan. Lektorium, nicht Reflektorium.
weiß nicht, warum ich nicht mehr das Ding einfach mal will. Lektorius heißt. Aber das kommt vielleicht nicht von. Das ist mir eine Nagerfalle. Wollt ihr mich verarschen? Warum trinkt die denn? Das sind schon wieder so Momente, wo ich mir denke, so, danke. Das war voll nötig. Die muss unbedingt sterben, diese Nager. Na gut, ja, natürlich hier Selektion und so. So, im Moment haben soweit fast alles. So, die Tüftlerhöhle. Kabobots. Ja, Eispelze sind schweinteuer. Nehmen wir uns jetzt aber auch als nächstes. Manchmal nicht die Kabobots geholt. Ich werde eh keine Goblins ausbilden. Ja, wobei vielleicht ein oder zwei wieder. Ich meine, ne, mit vier Eisenpelzen. Gut, machen wir 5 draus. 5 Eisenpelze reichen. Dann holen wir uns noch einen Nager und einen Goblin. So. Gut, da machen wir noch weg. Das schleifen wir aus. Türen bauen und die Effizienz unserer Rolle wieder auf 100% bringen. So, es werden viele Türen, die wir brauchen, aber gut. Dadurch, dass wir zumindest an den Schlüsselstellen immer nur eine brauchen, decken wir ja auch mehrere Räume mit einer Tür ab. Zumindest mehrere Lücken, drücken wir so aus, ist glaube ich sinnvoller. Können auch einfach hier mal aufreißen, da zuschütten oder so da. Auch nicht 5 Eingänge in dieselbe Schatzkammer. Ja, die Schatzkammer mache ich jetzt gerade zu einer. Weil warum nicht, ne? Ich meine, teilen sich dann zwar eine Schatz, ja, eine Dingens, teilen sich 2 Goldschmieden, 2 Goldquellen, Adern, wie auch immer, eine Schatzkammer, aber das ist ja... Das ist ja Jacke wie Hose, ne? So, ihr seid beschäftigt. Sehr schön. Wir brauchen Türen. So, dafür bemühen wir mal schnell arbeiten. Und den setzen wir auch direkt mal ein. Ich dachte immer, dass dieser Zauber mit den arkanen Rissen eigentlich total sinnlos ist. Aber es stellt sich heraus, dass er ideal und praktisch völlig ungefährlich auf Ziele im Untergrund anwendbar ist. ja. So, jetzt können wir uns auch vernünftig wehren, auch wenn unsere Kreaturen gerade nicht zugegen sind. Effizienz. Boostet. Na klar, ne? Wenn der Ding Türen hätte, hätte es sogar eine 200-fache Effizienz, aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? So, lassen wir die mal arbeiten. Und kümmern uns darum, noch ein Ork, dann wie gesagt noch eine Nager und ein Goblin. Den Rest füllen wir dann wahrscheinlich mit ihm einfach auf, weil warum nicht. So, das Problem ist, die ganzen Forschungen und so kosten ja auch immer
Bösartigkeit. Wir haben keine Bösartigkeit. So würde ich gerne noch Talia noch verbessern demnächst. Und Sukubi plus Halle der Qualen noch erforschen. Was sagt uns das? Wir müssen an die Oberwelt. Ich würde aber eigentlich gerne warten, bis zumindest die ganzen Türen gebaut sind. Da die Folge jetzt aber eh schon vorbei ist, machen wir einfach Schluss für heute. Ich sehe gerade, ich habe hier eine Tür übersehen. Shame on me. Und in der nächsten Folge gehen wir dann an die Oberwelt, wenn alle Türen da sind und alle glücklich und überhaupt. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und hoffe, wir sehen uns gleich um 15 Uhr wieder. Bis dahin, ciao Freunde.